Moment, ich muss das nicht wegmachen. Das ist also hier die Erkenntnis, wie man sich selber narrt mit chronologischem Denken, in dem Augenblick, wo man anfängt, sich auf das zu konzentrieren, was jetzt wirklich da ist. Ich spiele mal einfach bloß noch mal das Beispiel mit. Was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Jetzt in der Sprache wissen wir ja AI, wenn wir AI sagen, ist der Schöpfergott, was auch nichts heißt, im Prinzip dasselbe wie All oder L, je nachdem, wie wir es vokalisieren. Und in dem H-U-H, in dem Huhn, ist eigentlich schon HBH drin. Ja. Was war zuerst da? J-HBH ist gleichzeitig da. Das ist der Adam. Denker und Ausgedachtes. Man muss nur wissen, dass der Denker in dem Moment auch was Ausgedachtes Ja. ist. Muss ja nur da sein, dass sich den Denker ausdenkt. Jetzt kommen wir in einen Bereich, wo die Wissenschaft überhaupt nicht fragt. Im Anfang war die Materie, sagen die. Aber wir bleiben mal nochmal, was war zuerst da? Und die eigentliche Schwierigkeit ist die Frage nach vorher. Genau. Das heißt, du kannst so viel Schwätze jetzt in dir auftauchen lassen, die sagen, es ist ja alles hier und jetzt. Dass du in dem ganzen Kontext, wo die sprechen, immer wieder in die Vergangenheit dir erklären, was in der Vergangenheit wer entdeckt hat. Also verstehst du offensichtlich nicht das, was du dir selber an Wissen zusprichst. Ja. Jetzt schauen wir mal, was wir überprüfen können jetzt. Und ihr wisst, ich sage immer wieder, was war zuerst da, der Wellenberg oder das Wellental? Solange ich eine Funktion, eine Sinusfunktion mir ausdenke, ist das relativ offensichtlich. Aber sobald ich den Sinus auf dem Bildschirm habe, ist auch beides gleichzeitig da. Es Genau. ist bloß auseinandergespannt und dann nenne ich das zeitlich auseinander, wo ich es doch jetzt anschaue. Ja. Die berühmten Worte wieder von der Buchseite. Ja. Welches Wort kommt zuerst? Dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, als Deutscher, auf der Seite, das erste Wort ist das in der ersten Reihe rechts. Nein, das sagt der Hebräer. Links ist das erste Wort. Genau. Schau, du merkst schon wieder, lese ich von rechts nach links oder von links nach rechts? Genau. Es sind alles nur einseitige Systeme, wo mir eine Seite richtig erscheint. Aber was jetzt überprüfbar ist, ich sage immer wieder, was du jetzt als Information aufbauen kannst, du kannst dir eine Henne denken und im selben Moment kannst du dir auch denken, dass aus der Henne jetzt ein Ei rauskommt. Ich kann mir auch jetzt ein Küken denken, wo ein Ei denkt, wo ein Küken rauskommt. Was es nicht möglich ist, dass du dir ein Bild denkst, dass hier aus dem Ei eine Henne rauskommt. Ja. Ja. Dann muss ich mir viele Einzelbilder denken in einer Reihe, wo ich sage, Ei, Küken und das Küken wird dann immer größer, aber sobald ich die in eine Reihe stelle, sind die alle gleichzeitig da, jetzt. Und immer wieder das Problem, ich denke mir das zeitlich auseinander. Aber was war jetzt wirklich zuerst da? Ich sage, zuerst machen wir die Zeit weg, sondern wir machen aus der Zeit eine Hierarchie und dann ist als allererstes der dort, der sich das Ei und die Henne ausdenkt. Genau. Und dann ist auch nicht der Urknall das Erste, sondern der Erste ist der, der sich an Urknall ausdenkt. Aber wenn ich an einen Urknall denke, denke ich denn jetzt. Ich kann mir den natürlich jetzt auch hier vor 12, 13 Milliarden Jahren denken. Ich denke ihn trotzdem jetzt. Ich denke mir halt räumlich woanders, zeitlich woanders hin. Und das ist so einfach. Es ist so unendlich einfach. Und da beginnt der ganze Wahn mit den Entheiligungen der Worte. Es ist, und wenn du jetzt nachplapperst, selbst dass ich immer wieder sage, egal was du mir zeigst, auf Wikipedia oder in Fachbüchern, es ist richtig. Ich bleibe jetzt einmal nicht speziell in Science-Fiction-Romanen und so. Es bleibt immer gleich, du hast erst einmal Worte vor dir und die Worte, wenn du anschaust, wirst du aus den Worten hier und jetzt Vorstellungen generieren, die aber immer, egal wo du dir das vor dich hinstellst oder hindenkst, es ist in dir drin. Genau. Und da kommt natürlich hier das, wir schauen, wir machen das trotzdem einmal, ich übertrage mal den Bildschirm. Und jetzt lasst euch einmal überraschen. Es ist ja an und für sich nichts Neues. Da machen wir jetzt Wikipedia auf. 3, 3, 4 Mal. Da würde ich jetzt sagen, da machen wir als erstes einmal die Deduktion. Leute, wir fangen mal mit der Empirie an. Und da haben wir jetzt hier schon so ein schönes Bild und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir jetzt mal hier die Deduktion und die Induktion. Ich will die extra nebeneinander hinstellen.
Das Hineinfühlen der Philosophie. Und du siehst jetzt schon bei den ersten drei, dass hier eigentlich schon das erste Bild von dir steht. Und da machen wir jetzt ganz am Schluss machen wir die Theorie. Da haben wir es nicht. Und das gehen wir jetzt mal langsam durch. Die Empirie, okay? Da haben wir jetzt erst einmal Empiria, die Erfahrung, das Erfahrungswissen, ist eine methodisch-systematische Sammlung von Daten. Bitte. Und da wird es natürlich schon ganz interessant, ich sage, du bist der Computer und alles, was du zuerst einmal machst, das arbeitet auf Daten auf, wobei die Daten selber gar nicht die Empirie sind, sondern aus den Daten entspringt die Empirie. Genau. Empirie ist dein Erfahrungswissen und jetzt ist natürlich schon ganz interessant, weil da haben wir mehrere Möglichkeiten. Das heißt Erwecken, du erweckst in dir was. Da können wir jetzt entweder das A als Vokal rausschmeißen, dann haben wir schon FA ist B, H ist hier. Ja. Wenn du was erwächst, erwächst du das hier. Du kannst natürlich das A als H setzen. Ja. Dann haben wir auch hier und jetzt. Und dann haben wir die wahrgenommene Berechnung. Das ist der Berg, den du aufschmeißt. Ja. Und diese wahrgenommene Berechnung wird zu einer aufgespannten Existenz, entweder deines Geistes oder deines Gehirns. Genau. Und das Ganze ist dein Wissen. Ja. Und ich sage, Wissen ist immer ein Bissen. Ja. Doppelt aufgespanntes. Isen ist Essen. Ja. Ja. Austauschbar. Denk an Beat und Beat, an Chat und Chit. Ja. Iben ist ja derselbe Buchstabe. Ja. Hebraisiert. Okay, eine methodische Sammlung von Daten. Bei Daten wissen wir, ich springe das einmal für die Anfänger mit rein, da machen wir zuerst DD. Die Öffnung einer Erscheinung, das ist immer wieder blau gelesen, das ist dann zuerst einmal das Gesetz, eine Anordnung. Interessant, ein D ist ja Wissen, DE ist Wissen. Ja. Ein D, Gret. Gesetz, Glaube, die Welle, Schöpfung an aufgespannte Polarität, die Beschwörungskunst und so weiter und so weiter. Und wenn wir da nur ein DAF hinten dranhängen, dann haben wir, Entschuldigung, ein N, D, T, N, die Konsonante Erotics, die Daten. Und dann hast ihr Glaube, ihre Religion. Genau. Das ist die Beschwörung, das, was du beschwörst, ist deine Religion, egal welche Religion du dir zugehörst. Und diesbezüglich ist auch jede politische Partei eine Religion. Der Materialismus, die Geldreligion, die physikalische, naturwissenschaftliche Religion. Ich sage, alle Religionen schreiben ihre Satzungen in Bücher rein, ob jetzt das wir Koran, Dora, Tenach, Bhagavad Gita, Upanishaden, ob wir das Chemiebücher, Physikbücher nennen. Es sind Glaubensanhänger, wo sie ihre Gesetze in Bücher reinschreiben. Gut, das ist einmal das Erste. Wir waren jetzt hier bei der Empirie. Jetzt schauen wir uns das aber mal genauer an, weil mir ja dieses M, was das eigentlich hier, Empiria. Das Empirisch, die Empiria, wir schauen das einmal an, was das eigentlich ist. Und dann machen wir zuerst mal das EMB, weil das immer so schön ist. Immer die ersten drei, was da kommt, ist immer unlogisch. Plus den Aufbau anschauen. Sich um etwas. Et ist ein augenblickliche Bekümmern, Rücksicht auf etwas nehmen. Die Rücksicht, die du nimmst, hat nichts mit einer zeitlichen Rücksicht zu tun, immer dran denken, sondern du schaust wieder zurück in deinem Buch am Wissen. Mhm. Und dann kriegst du eine Leidenschaft, eine heftige Leidenschaft. Mhm. Leiden. Betonung liegt immer was Leiden. Deine Leidenschaften sind das, was du glaubst, wo du dich reinsteicherst. Mhm. Dann haben wir ihn auf etwas spielen, etwas springen, zum vorherigen aufplatzen, rückwärts zurück. Es geht immer wieder, du gräbst immer wieder zurück in deinem Buch, du bleibst praktisch in dem Buch hängen. Ja. Und jetzt machen wir hier mal das bei. Empiria schreibt sich das ja. Schau. Ja. Ja. Dann machen wir das bei mit dran und dann wird es schon sicher. Erfahren, kundig sein und jetzt kommt Empiria, ist die Erfahrung. Ja. Die Kenntnis, die sich auf Erfahren gründet. Im Gegensatz der Theorie der wissenschaftlichen Einsicht von der Redekunst. Das ist übrigens sehr, sehr trügerisch. Wir werden uns das gleich anschauen. Jetzt kommt nämlich der Schifffahrt kundig sein. Immer dran denken, Schiff ist dein Ani. Ja. Du fährst auf einem Schiff über das Meer, über die Wellen. Ja. Und das machst du mit einem Ani, mit deinem blauen Ich. Etwas durch Versuche, durch Erfahrung kennen, erfahren, kundig machen. Das Problem ist, die Versuche
Ich versuche dich, die Welt versucht dich ständig innerhalb dieser Logik zu bleiben. Mhm. Die Erprobung von Schiffen, Schiffen erprobt, größere Erfahrung, und jetzt schauen wir uns das Bäre ja mal genauer an, das M, jetzt schon gleich einmal vorne weg, denk an die Empathie. Ja. Das heißt, kommt von Emos, das heißt mein. Mein, ja, Emos. Ja. Empathie heißt nicht Mitgefühl, sondern das ist mein Leid. Genau. Und jetzt schauen wir mal, was das Rei, P, wo wir da hinkommen, wenn wir das einmal einzeln uns anschauen. Ja. Überredung. Jetzt geht es erst einmal mit einer Überredung, einer Beschwichtigung, Haltung, Fassung für eine Metapher, die von einem durch Daue ruhig liegenden, erhaltenen Schiff entlehnt sein. Das heißt, du liegst dieses P, das Wissen, wird zu einem Trümmerhaufen. Ja. Wir wollen das hebräisieren. Ich lese jetzt das einmal so. Und du kommst dann, ein Schiff, ein Ani, das eigentlich ruhig ist, wird durch eine Metapher, das hast du mal festgehalten, in der Art des Verstehens. Jetzt kommt eine Überredung oder Gehorsam aus Zwang, wenn einer unter dem Scheine von Freiwilligkeit durch Furcht und Strafe und Drohung dazu bewegt wird. Das ist Religion, das ist Wissen, das ist das, was mit Corona zurzeit passiert. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Deine ganzen empirischen Wahrnehmungen bauen auf eine panische Angst, dass du den Körper verlieren könntest, der schon nicht existiert, wenn du nicht dran bist. Das macht den Menschen gefügig. Es ist immer ein Angstmachen in der Religion, wenn du nicht das tust, was wir wollen. Wobei jetzt die, die wir uns jetzt ausdenken, natürlich auch bloß was Ausgedachtes sind. Die können sich das nicht raussehen. Mhm. Schaut dem Vorgesetzten gehorchen. Immer, wir haben vorne ein M. Mhm. Wer ist dein Vorgesetzter? Da haben wir jetzt natürlich wieder zwei Seiten. Wenn du jemanden vor dich hinsetzt, das passiert in dem Moment, wo du dich ausdenkst. Dann setzt dich Geist, du als Geist, setzt dich ja selbst vor dich hin. Ja. Den du dir jetzt ausdenkst, ist eigentlich wieder in einer tieferen Schicht Ego. Du hörst auf das Ego. Genau. Ja. Jetzt kann ich aber das spiegeln und sagen, mein Vorgesetzter ist der, der mich jetzt ausdenkt. Mhm. Okay? Ja. Dem Zügel folgen. Das ist bei Homer im Meer der Reduplikation. Ich werde machen, dass er Vertrauen hat. Das ist jetzt die Spiegelung dazu. Durch gütliche Mittel, besonders Worte oder Zurede, bewegen oder gebe ihnen, überreden. Du merkst, du kannst immer wieder die zwei Seiten gleichzeitig machen. Empirie ist schlichtweg und einfach einmal das, ich sag mal, was du empirisch wahrnimmst. Mhm. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Die Empirie, diese spezielle Empirie, diese Wahrnehmung, wo du dazu überredet wirst, durch deine eigene Logik, aufgrund der Daten, die du zum Denken benutzt, die entsteht durch eine Theorie. Okay, also schauen wir uns zuerst einmal die Theorie an. Und da wird es natürlich ganz interessant. Das ist eine Theorie, ist eine im Allgemeinen durch Denken gewonnene Erkenntnis. Sehr wichtig, eine durch Denken geurteiltes Fundament hebraisiert. Das Mendior ist so wichtig. Man muss wirklich checken, dass dieses Mend im Fundament, Mendior, dass das erst einmal denken heißt, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Ja. Alles, was du jetzt denkst, was du dir unbewusst um dich herum in Raum und Zeit ausstreust, sind Lügen, die du verbreitest, weil da außen ist nichts. Halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Es ist deine Information. Du gehst voll in die Vergessenheit. Und jetzt ist gewonnen im Gegensatz zum durch Erfahrung gewonnenes Wissen. Ja, feststellt, du wirst immer bloß das erfahren, was du dir selber ausdenkst. Ja. In der Wissenschaft bezeichnet eine Theorie abweichend ein System wissenschaftlich begründeter Aussagen. Du kannst auch sagen, religiös begründeter Aussagen. Ja. Das dazu dient, Ausschnitte der Realität, DR, geöffnete Berechnung von Realität und die zugrunde liegende Gesetzmäßigkeiten zu erklären und Prognosen über die Zukunft zu erstellen. Wir haben schon wieder für Zukunft dieselbe wie für Vergangenheit. Wenn ich jetzt Daten weiß, dass das eigentlich ein Programm sind,
dann wirst du feststellen, dass hier plötzlich ein komplett anderer Sinn ist, weil dementsprechend setzen wir uns jetzt einmal das Wort Theorie, heißt beobachten und betrachten, anschauen. Du kannst erst einmal hier nur was anschauen, was du dir ausdenkst. Wir bleiben mal nur im Bereich des Denkens, die Verabredung ist dasselbe. Ja. Das heißt, diese Theorie ist die Anschauung einer Überlegung. Mhm. Was du über dich drüber legst, das sind deine Gedankenwellen, weil du symbolisch ja immer bist. Okay, und jetzt schauen wir uns einmal diese Theorie, schauen wir uns einmal griechisch an. Und das beginnt erst einmal mit Theo. Mhm. Okay, Theo, Rein, beobachten, betrachten. Und wir haben mal zwei verschiedene O. Ja. Das ist zuerst einmal, beginnt es mit einem Spiegel, mit einer 9. Mhm. Dann haben wir das E und dann haben wir das Omega. Mhm. Und du wirst jetzt schon mal feststellen, dass wir da zuerst einmal die Wurzel, dieses Theo, eine Tempora, immer dran denken, da kommt das Tempo her. Mhm. Tempo ist ein Zeitpunkt. Davor nicht vor Laufen von Menschen und Tieren. Es geht um das Laufen werden, das Laufen in Bewegung, das andere Verbiss der Bewegung, wo schnellhudig, das ist kein Wissen. Kein, der biblische Kein, unstet und flüchtig ist. Ja. Das ist dann von Seefahrern, das sind die Schiffe, das sind die Arnis. Ja. Arni ist letztendlich der Kein, Ego. Ja. Gut? Ja. Und die laufen jetzt durch die Ebene. Mhm. Unsere Ebene, das Gag-Ebene, ist eigentlich, genau genommen, gleitest du ja immer durch den Nullpunkt. Ja. Aber wenn du dir jetzt an Sinus drumherum denkst, dann kriegst du eben Wellen, Berg, Wellen, Tal. Über die Spitzen des Ehrenfelses, über die Oberfläche des Meeres laufen. Jetzt ist die Frage, bleibst du auf der Nulllinie oder machst du Wellen, Berg, Wellen, Tal, Wellen, Berg, Wellen, Tal, hell, dunkel, gesund, krank, denkst du chronologisch. Mhm. Von unbelebten Dingen, Schiffe sind, Ani sind, ich, blaue Ich sind unbelebte Dinge als Ding an sich. Das sind ja nur Programme. Ja. Stimmt oder stimmt? Drum ist es, wenn man jetzt ein Volumen kriegt, kriegst du das Umlaufen der Töpferscheibe. Mhm. Da haben wir das Opfer schon mit drin, den Schöpfer. Ja. Ganz wichtig, dass das immer seiende T ja. sich ständig selbst das Shin opfern muss für ein neues Opfer ist immer Opfer. Das ja. ist Welt, ist das B-Randopfer. Jetzt auch von den Dingen, die sich nicht bewegen. Das sind die Theorien. Wir sind bei der Theorie, das ist in Bezug auf das Programm. Die Programme selber bewegen sich ja nicht. Schauen wir da. Besonders etwas Kreisförmiges, das in sich selbst wieder zurückläuft. Das ist unser Einheitskreis, der Mittelpunkt des Einheitskreises als Ding an dich. Ja. Jetzt sind wir der zum Äußersten am Schild. Immer dran denken. Magen-Darm. Ja. Wir haben ein Zentrum und in dem Magen-Darm mit haben wir einen umlaufenden Rand. Das sind unsere Spiegelperspektiven. Ja. Stimmt oder stimmt? Mhm. Nach Gott benennen, Namen benennen, da kommt jetzt dann das Gott und jetzt kommt das Deo Reo. Siehst du es? Da kommt die Theorie. Ja. Deo Reo ist ein Zuschauer. Bei einem öffentlichen Spielen von Festen als Zuschauer, der Zuschauer selber, darum ist das Theos, ist Gott. Mhm. Wenn wir dann den Theos machen. Das heißt, der eigentliche Zuschauer ist Gott. Mhm. Das ist der Geist, der träumt, der alles in sich selber erschafft. Mhm. Und das führt dann praktisch zu dem einen gehört, das Angeschaute, das Schauspiel. Das, was sich ja. in dir abspielt. Das ist jetzt das geistig Angeschaute, Betrachtete, Untersuchte. Ja. Betonung liegt auf geistig Angeschaute, weil es kann ja. nur Geist schauen. Mhm. Stimmt oder stimmt? Mhm. Und das ist also, ich mache jetzt ganz kurz den Theo mal mit der normalen O, dass du das siehst, weil nachher landet man nämlich hier. Von Gott getragen. Kann man natürlich dann im Negativen die Geistes von Gott entsprossen, von Gott gewollt, von Gott bestimmt. Das sind einmal zuerst die Theorien und das sind die verschiedenen Denksysteme. Mhm. Gut.
Das lassen wir mal stehen. Und jetzt sieht es also folgendermaßen aus in der Empirie. Wir haben eine Theorie und wir können aus dieser Theorie, wir haben ein gewisses Wissen und wir können aus dem Wissen können wir eine Deduktion machen. Die Deduktion heißt ein Fortführen, ein Hinausführen. Da schauen wir uns jetzt einmal die Vorsilbe de an. Da müssen wir ins Lateinische, weil das Lateinische Wörter sind. De, wissen wir, heißt Wissen. Deduco ist von einem höheren Punkte. Ich könnte jetzt so einen absoluten Punkt, zieh das bitte nicht raumzeitlich, sondern da haben wir unser HBH. Ja. Und wichtig ist hier das O in der Mitte. Der Mittelpunkt, nicht das rechte O. Von einem herabführen, leiden, herab, hinab, wohin? Hinführt, herab, hinabführen, das ist, wenn du über den Jordan gehst. IRD. Ja. Hebräisch. IRD heißt, wenn du irdisch wirst, dann steigst du hernab in deine Traumwelt. Da wird jetzt das Hoch als UB, als das Absolute gesetzt. Fortführen, hinwegführen, fortbringen, abführen, wegziehen, das ist Deduktio. Das heißt, hier in dem Moment haben wir eine Theorie, ein gewisses Wissen und aus dem Wissen generieren wir unsere Traumwelt. Ja. Das entspricht eigentlich dem griechischen Kata, oder? Genau so ist es. Ja. Ableiten, hinwegführen, du merkst, wegziehen, abbringen, das ist jetzt in allen Variationen zu etwas bringen, bestimmen. Gewaff ist innen. Was du bestimmst, ist immer innen. Ja. Für sich gewinnen, sich verflechten mit dem, was du dir ausdenkst. Deduktio, abführen, fortführen, aber auch geleiten, das Geleiten, ganz interessant, der Braut in das Haus des Gatten die Heimführung. Weil wir immer die Gegenseite dazu brauchen. Ja. Interessant ist, die Braut BR heißt ja außen und out heißt Zeichen. Ja. Die kymische Hochzeit beim Jesus, die Verbindung mit der Braut, heißt diese Polanberechnungen, was das hebräische Wort für das Äußere ist, sind immer Zeichen, gewisse Zeichen. Und dieses out wiederum als Aid, wenn wir das Waff zu einem J machen, kriegst du dann das Buchstabieren. Genau. Du musst es wieder in das Haus, in das Beet, Beet, in mir sind die Erscheinungen, heim, hayom führen. Das ist eigentlich einmal das Erste. Abgeleitet, die Begleitung. Das ist die Deduktion und dann gibt es die Induktion, das heißt jetzt genau umgespiegelt, dass du Bilder hast und aus den Bildern die Theorien bildest. Ja. Diese Induktion ist verlassen, wie das ein Außen wieder nach innen führen. Aber das Innen und das Außen befindet sich alles in dem Mittelpunkt des Denkers. Mhm. Jetzt können wir die Duktion einzeln anschauen, wo das Problem liegt. Das sind übrigens die vier Seiten vom Einheitskreis, dass die Sachen ja letztendlich nicht aus einer Theorie entspringen, weil die Theorie ja nur das Programm ist, sondern aus den Berechnungen des Computers, des Geistes. Das heißt, du setzt eine Theorie und da machen wir jetzt ganz einfach mal Folgendes. Wir schauen uns die Theorie hier an. Und da haben wir zuerst einmal zwei Sachen und da steckt eigentlich alles drin, was wichtig ist. Das ist zuerst einmal erstens eine logisch-systematische Zusammenfassung von Verallgemeinerungen, von Erkenntnissen. Das ist dein Schwamminhalt. Ja. Über, immer dran denken, über einen B-Rei, über den Spiegel, B-Rei-Chat. Mhm. Der Bereich. Das ist der Kopf des Schöpfers. Im Kopf des Schöpfergottes ist eine große Kollektion, das ist das Zentrum und wir legen über den Bereich des Schöpfergottes, ja, des Kopfes, Bereichet, über den Bereich der Wirklichkeit, über den Bereich des wirkenden Lichtes. Ja. Wie buchstabiert, Kaid, habe ich gerade gesagt, deren Zusammenhänge erklären, begründet und wiedergespiegelt werden. Steht das ist der Bereich, Bereichet. Nochmal, Rei ist der Kopf des Schöpfergottes. B-Rei heißt, im Kopf des Schöpfergottes ist eine große Kollektion. Das ist, ich sage mal, das wirkende Licht im Zentrum unseres Tetraederspiegels. Ja. Und das wird jetzt darüber hinausgelegt als Überlegungen von diesem Wirklicht. Und zwar wie buchstabiert. Mhm. Und diese Zusammenhänge erklärst du dir jetzt begründet und es spiegelt sich wieder. Ja. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ja. Wunderbar. Das sind Widerspiegelungen. Zwei wiederum sind abstrakte Gedanken und Vorstellungen,
deren Bezug interessant zur Realität. Stell mal, was verstehen wir unter Realität? Zur heißt zur Formwerden. Die Geburt einer aufgespannten Berechnung wird zur Realität. Licht eben nicht evident ist oder bezweifelt wird. Abstrakte Gedanken, die nicht evident, das heißt sinnlich in irgendeiner Form als Information wahrgenommen werden können, oder B2F wird, bezweifelt wird, interpretierte Meinung über einen Sachverhalt. Jegliche Art von Wissen, das du in dir aufbaust aufgrund einer geistlos nachgeplapperten Theorie, ist wie, du bist ein Computer, du kriegst ein Programm, das du dir nicht raussuchen kannst und du baust jetzt aufgrund dieses Programms Bilder auf deinem Monitor. Okay, das sind immer interpretierte Meinungen. Da liegt das Hauptding liegt auf dem Tier. Und diese Meinungen über einen Sachverhalt, die Sache und das Ding ist wieder das Gesetz. Es geht um die Gesetze als Ding an sich, als Dinge. Immer dran denken, Dinge ist germanische Gerichtsverhandlung. Diese abstrakten Gedanken, und das baut dann eben durch dieses chronologische Denken einen riesengroßen Fehler auf. Wenn wir diesen Kreislauf uns jetzt nämlich anschauen, dass permanent jeder alles sich logisch erklärt. Pass auf, ich mache mal das Bild wieder her, dass wir uns sehen, dass wir da nicht immer drauf standen müssen. Wir haben diese Schwierigkeit in jeglicher Art und Weise, dass alles so schön logisch ist. Wichtig ist jetzt, dass man begreift, wir haben zwei Arten von Informationen. Wir haben unsere feinstofflichen Informationen, das habe ich tausendfach erzählt, und wir können das Ganze, was wir glauben, wir Geist glauben, dass das unabhängig von uns da außen existiert, was der Bruch des zweiten Gebotes ist, kannst du auch sinnlich wahrnehmen, indem du das auf deine Verabredung holst. Du wirst nie irgendetwas auf deine Verabredung holen können, als sinnlich wahrgenommene Information, wenn du glaubst, dass das da außen nicht ist. Ja, genau. Jetzt kommt diese Sackgasse zum Beispiel mit dem Licht. Es hat noch nie irgendjemand Licht gesehen. Zeig's mir. Alles, was du siehst, ist nicht das Licht. Das sind die Photonen von dem Gasner. Das sind Photonen im Fluch. Es ist also so ein dünnsches. Er sieht Sachen, die er überhaupt nicht sieht. Schau doch einfach, was jetzt da ist. Schau, was jetzt da ist. Siehst du jetzt Menschen? Wie viel tausendmal sage ich, ist das ein Finger, der sich bewegt? Schau einfach, was da ist, und dann beantwortet sich die Fragen von selbst. Es sind logische Konstrukte, die du nur tätigen kannst, wenn Wissen da ist. Im letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, wenn du dir jetzt eine Kokosnuss denkst, rein einmal nur im Gedanken, und du haust mit dem Hammer auf die Kokosnuss drauf, dir muss klar sein, dass diese Kokosnuss keine Schmerzen nicht hat. Es ist ja nur ein Gedanke, kann ein Gedanke Schmerzen haben. Jetzt machen wir dasselbe auf die Verabrede. Dann gilt dasselbe, wenn du jetzt sinnlich wahrgenommen oft mit dem Hammer auf die Kokosnuss drauf hast, hat die auch keine Schmerzen. Jetzt gehen wir wieder in die Welt der Feinstofflichkeit. Jetzt denkst du dir, dass du deine Hand vor dich hinhältst und dann haust du mit einem ausgedachten Hammer auf diese ausgedachte Hand drauf, dann wirst du auch nichts spüren. Ist ja nur ein Gedanke. Aber jetzt kommt der große Hammer. Jetzt machst du dasselbe sinnlich wahrgenommen, du erschaffst vor dir eine Hand. Denk, du hast eine Verabrede auf. Wenn du jemals eine Verabrede aufgehört hast, funktioniert das schon sehr, sehr perfekt. Dann legst du die vor dir in dem Gesichtsfeld auf deiner Verabrede und dann haust du mit dem Hammer drauf. Meinst du, die Hand hat Schmerzen? Die hat auch keine Schmerzen. Du hast jetzt die Schmerzen. Das Problem liegt darin, dass du sagst, das bin ich ja. Ob du dich jetzt mit deinem Körper verwechselst, mit dem Körper, der jetzt vom Computer sitzt, oder du verwechselst dich mit dem Gedanken deiner Hand oder der sinnlichen Information deiner Hand auf der Verabredung, spielt keine Rolle. Ja. Das ist diese Empathie, die du jetzt hegst mit dieser Hand, ja, wo du zumindest glaubst, das ist ja ein Teil von mir, es ist ja meine Hand. Das erzeugt die Schmerzen. Dieser Glaube erzeugt die Schmerzen. Ja. Machen wir das mit einer anderen Hand, das, was wir jetzt Empathie nehmen, das Mitgefühl, dann sagst du, der andere hat Schmerzen, ist plötzlich. Empathie heißt mein Leid. Es ist immer Sympathie, Empathie ist Leid. Mein Leid, Mitleiden, was bringt das? Da gibt es natürlich wieder zwei Seiten, wenn man einen Krimi anschauen oder einen Gruselfilm. Dann kann es uns gruseln, obwohl es uns nicht gruselt. Wir können Leid nachvollziehen, wir können heulen, ohne dass wir eigentlich in Wirklichkeit Leid haben. Das ist der Idealzustand. Darum musst du irgendwann einmal begreifen, dass du jetzt
auf einer Bühne stehst, und ich kann immer nur sagen, ein Schauspieler, der nicht vergisst, dass er Schauspieler ist, wenn er dann auf der Bühne zusammengeschlagen wird, hat er keine Schmerzen. Ja. Weil man das auf der Bühne ja so macht, dass da gar nichts passiert. Oder im Film. Ja. Wenn einer gefoltert wird. Mir fällt jetzt wieder dieses Unvorstellbare, diese Folterszene. Ja, ja. Unzerbrechen. Ja, von dem Film, ja, ja. Undenkbar. Unbreakable. Ist ja was. Ja. Da gruselt es ja ganz geschickt gemacht, bloß in einer Vorstellung mit Worten. Aber das ist nur die Vorstellung mit Worten, baut hier schon ein Schauder in dir auf. Mhm. Aber das sind doch alles Reaktionen auf Worte und auf Bilder. Zwang, ein zwanghaftes Reaktionssystem, das ist dein Ego. Und das ist jetzt genau der Sinn, du musst zuerst einmal wissen, was du selbst bist. Und es ist nicht kommunizierbar mit Menschen, die Masse der Menschen. Du merkst es, das ist, du kannst das ganz langsam angehen, wo ich immer wieder sage, nähe dich deinen Mitmenschen wie ein scheuen Reh, wenn du mit dem Holofeeling sprichst. Und wirklich ganz, ganz vorsichtig, wie groß das Ego nicht ist, wie stark sie reagieren, ob überhaupt ein Hauch von Geist da ist. Weil die simplen Beispiele sind nicht diskutierbar. Da kann nicht einer sagen, das stimmt nicht. Mein Hühnerfarmbeispiel. Das Mitleid mit den Tieren, die leiden, mit den Menschen, die leiden, den armen Flüchtlingen. Ich sage, ich habe ein anderes Programm, bringe ich dir, die haben überhaupt kein Mitleid mit den Flüchtlingen. Es ist halt, du spielst halt alle Rollen. Irgendwann einmal wirst du das einfach nur noch belächeln, weil es dir zu dumm ist, das so zu denken. Dass du merkst, dass das eigentlich immer im wahrsten Sinne des Wortes eine Selbstverarschung ist. Wenn du in Einseitigkeiten hängst. Nein. Dieses Gefühl, Recht zu haben, das Gefühl, dass man zu den Guten gehört oder zu den Armen gehört, wer bestimmt das? Wer bestimmt, was du angeblich bist? Bestimmst du das selber? Nee, da muss ja irgendeiner sein, der das bestimmt. Ja, Gott hat mich zu dem gemacht. Gott ist schuld oder der Satan. Nee, du selbst. Aber die Ursache, wer bestimmt, welche Bilder in einem Computer auftauchen? Das Programm. Theorie und Praxis. Wir sind wieder in der Theorie. Immer dran denken, das ist Theos. Ist Gottes Programm? Und jetzt, wie oft habe ich schon gesagt, wir müssen das definieren, was du unter Gott verstehst. Wir sind ja mittlerweile so weit, dass wir sagen, das ist das innere Pi, die Weisheit Gottes, so wie wir Gott schreiben. Ist Gott die 200 Gramm rote Gnede, die Ursubstanz, was wir Energie nennen, E Quadrat, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, die bestimmt aber nicht, was für eine Form sie annimmt. Das ist geschehen, ne? Das ist so eine unendlich tiefe Metapher. Ja. Gott lässt alles mit sich machen. Spiel mit ihm. Mit dir selbst. Oder der Schöpfergott ist es der Jose, wie wir das ja nennen, der den Dingen die Formen gibt. Genau. Stell dir mal vor, du weißt bewusst, dass du 200 Gramm rote Gnede bist und irgendwas, wieso auch immer, macht aus dir jetzt eine Tasse. Wenn du jetzt sagst, ich bin eine Tasse, stimmt es ja ein bisschen. Mhm. Aber du bleibst trotzdem 200 Gramm rote Gnede. Ob du jetzt aus dir den Redo machst oder die Diana oder den Udo oder du machst den, der jetzt, wenn du an dich denkst, vom Computer sitzt. Es ist immer derselbe Geist. Ja. Und darum ist mir so wichtig, wenn ich tausendfach erhole, das, was ich dir jetzt erzähle, ist sofort überprüfbar, wenn du Geist bist. Ja. Es hat nichts mit diesen blöden, ausgedachten Glauben oder der Esoterik, es sind alles so unendlich arrogante Trockennasenaffen. Arrogante Trockennasenaffen, die so unendlich stolz sind auf ein Wissen, wo sie meinen, das ist ihr Wissen, das sie sich gar nicht raussuchen können. Das symbolisiere ich mit dem Schwammbeispiel. Darum sind auch jetzt die letzten Selbstgespräche sehr reduziert auf diese kleine Erkenntnis. Nimm es, nutze es und mach es dir jeden Moment immer wieder zu eigen, dass du dir bewusst machst, was bin ich und was sind meine Gedanken. Dann wirst du Gefühl in dir aufbauen, dass ich eigentlich mich nie verändert habe. Wie oft habe ich schon gesagt, du bist immer derselbe Geist, dieselbe Energie, dasselbe Licht, die Lampe im Projektor. Flackert nichts, verändert sich nichts. Und sobald du an dich denkst, bist du G-Leiche, der gleiche Trockennaschnach. Aber da haben wir schon unser Gall, unsere Welle, ein Wellen-Ich. Genau. Du bist eine lebende Leiche, wenn du an deinen Körper denkst.
Du bewegst dich selbst als ein Zombie, als eine Lebende, da haben wir wieder Zombies ja Fasten, ZM, zum Fasten festmachen. An wen bist du eigentlich festgemacht? Du als Brösel bist gnadenlos festgemacht an den, der dich ausdenkt, weil ohne den, der dich ausdenkt, ich rede jetzt gezielt von dem Brösel, von dem Trockennasen, wird es dich ja gar nicht geben. Geist, E-Quadrat ist eben. Aber da haben wir den Ben schon wieder, den Sohn, die polare Existenz. Das ist so simpel, die Worte, du kommst aus dem System überhaupt nicht heraus. Und das Schöne ist, man meint immer, die Welt wird besser, mein Leben wird besser, wenn es die Menschen um mich herum verstehen. Und ich reduziere das jetzt auf eine ganz einfache Erkenntnis und kannst das immer wieder nur anhören. Du meinst, dass deine Welt besser wird, wenn die Gedanken, die du dir denkst, die immer nur dann sind, wenn du sie denkst, und genauso sind, wie du sie denkst, wenn die verstehen, dass sie nur deshalb sind, weil du sie jetzt denkst. Das ist jetzt, und jetzt merkst du eigentlich mit deinem Schmunzeln auf dem Gesicht, was das für ein Schwachsinn ist. Ja. Aber das ist genau das, was die ganzen Figuren in deinem Traum, diese Antagonisten, dir von jedem Moment zum Moment, wenn welche auftauchen, dir vorführen. Weil gewisse Gedanken von dir versuchen, andere Gedanken von irgendwas an der Einseitigkeit zu überzeugen. Die streiten um Einseitigkeit, ob das politischer Streit ist, ob das religiöser Streit ist. Diese Figuren in deiner Traumwelt, deine eigenen Informationen, sind die Demonstration der vollkommenen Geistlosigkeit ihrer selbst und der vollkommenen Unbewusstheit von dem, der sich diese Deppen ausdenkt. Das bist du. Das war jetzt ein schöner Satz. Der hat mir jetzt gefallen. Ja. Was mich jetzt natürlich zum Grübeln nachbringt, weil ich doch laufend behaupte, dass du ich bist. Also, aber ich behaupte jetzt nicht, dass ich unbewusst bin. Also müssen wir da schon wieder zwei verschiedene Ichs haben. Wenn ich sage, ich bin du, dann beziehe ich das auf das rote Ich. Genau. Ich, JCH, nenne es christlich Jesus Christus. Als Symbol der Christus. Reiben. Der Gesalbte. Der sagt es zu dem roten Ich, zu dem Geistesfunken, wie ich das nenne. Und wir sind ja nicht dasselbe Ich, obwohl wir dasselbe Ich sind. Ja. Und das ist jetzt immer, wenn ich jetzt sage, du bist der noch unbewusst, du bist Bewusstsein, aber der noch unbewusste Teil von mir, weil du zurzeit dich noch sehr massiv mit einem Gedanken von dir verwechselst. Ja, genau. Dann trifft dieses Spiel ganz, ganz gewaltig zu. Und du wirst dich wundern, wie wundervoll sich deine Umwelt verändert, wenn du es geschehen lässt. Wenn du dich möglichst raushältst, deine Rolle spielst, nach wie vor, immer wieder der Satz, Holofeeling lässt deine jetzige Rolle auf der Bühne des Lebens als Brösel, was du tust, vollkommen unangetastet. Du kannst nach wie vor das weiterhin tun, was du bisher getan hast, deine ganzen Irrsinnigkeiten wiederholen bis zum Erbrechen, bis du mal sagst, ich strebe immer Einseitigkeiten an. Ich will gesund sein, ich will glücklich sein, ich will reich sein, dass du jedes Mal diese Einseitigkeit aufgrund der chronologischen Basis, dann wirst du auch gesund werden, du wirst aber dann auch wieder krank werden, bis du das um 90 Grad drehst. Ja. Dieses Erheben über die Kugel, die Synthese machen, zu erkennen, sobald ich mir ein heliozentrisches Weltbild ausdenke, und das ist eben die Grundlage auf meinen Schwamminhalt, komme ich in diesen Irrsinn von chronologischen Vorstellungen, wo ich mir laufend einrede, das kann ja nicht gleichzeitig sein. Ich kann ja nicht gleichzeitig einatmen und ausatmen. Es kann ja nicht gleichzeitig hell und dunkel sein. Wie sieht es aus, wenn ich wirklich begreife, dass alles jetzt ist und dass der Wechsel der Bilder im Jetzt mit Lichtgeschwindigkeit passiert? Dass die Ewigkeit nicht irgendwas Ausgedehntes ist, was Vorgestelltes ist, sondern die Ewigkeit ist der Punkt, in dem sich alles abspielt. Das alles, das Schöne ist, Holofeeling kannst du sofort überprüfen. Ja, schon. Absolut. Was ist in einem drin, der das nicht wahrhaben will? Und du weißt auch immer wieder, egal welche Rolle du spielst, wie du, wir hatten das so oft bei dir, wie du einen Job hingeschmissen hast, weil du sagst, das bin ich nicht mehr. Ich habe dir prophezeit, es werden immer wieder Zweifel kommen, wenn am Leben was ist. Und die Ursache, dass du dich dann schlecht fühlst, ist, dass du schon wieder anfängst, Zukunft hochzurechnen. Ja, absolut. Es ist immer wieder, da ist dann zwar nicht unbedingt der Zweifel an der Kenntnis von Holofeeling, aber es ist einfach das Teufelchen, das im Nacken sitzt. Der große Souffleur des eigenen Egos ist unheimlich mächtig. Absolut. Oh, ja. Weil
man will eigentlich einen gewissen Zustand, den man schon als absolut sieht, aufrechterhalten. Meine Wohnung oder den geliebten Menschen, egal ob es jetzt ein Lebenspartner ist, ob es der eigene Körper ist. Und sobald man dann irgendwie wieder mal so diese Idee ging, das löst sich ja auf. Ich wäre ja älter, alter Nieren. Dann löst es Angst aus. Das macht die Angst, die ausgelöst wird, ist immer noch diese alte Struktur, dein Wertesystem. Absolut. Aber die muss doch klar sein, wenn du was vollkommen Neues willst, meine Sache mit dem Haar, wo ich immer wieder sage, musst du das alte opfern. Das erfordert jetzt wirkliches Vertrauen. Und ich sage, in wen Vertrauen? In dem, was die gläubigen Menschen Gott nennen. In dem wirklichen Schöpfer, dass der alte Gangster, wie ich immer sage, da oben in der klassischen Symbolik, der wird sich dabei was gedacht haben, dass er Menschen älter werden lässt. Der wird sich dabei was gedacht haben, dass es Grieche gibt und Krankheiten gibt. Nicht alles auf den Satan schieben. Weil dann, das wäre ja Blasphemie, das Gott selber vorzuwerfen. Aber dass die mit ihrer Vorstellung von dem Satan, und ich betone immer wieder, was eigentlich der Staatsanwalt ist, da gibt es göttliche Gesetze und der Satan verstreckt die Gesetze des Staates und dieser Staat ist der göttliche Staat. Und jetzt, was ich immer wieder betone, mach dir bewusst, ob du das, was du glaubst, was für dich als hundertprozentig sicher bewiesen gilt, weil es dir logisch erscheint, weil du geistloser Computer so programmiert bist, dass du jetzt Geist wirst und dir mal bewusst machst, kann ich das eigentlich beschwören? Oder schwöre ich an Meinheit? Ja. Wann kann ich was beschwören? Wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe und am eigenen Leib erlebt habe. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die zum Beispiel beschwören können, dass sie Menschen, meine ich jetzt blau gelesen, die beschwören können, dass sie in ihrem Traum, in ihrer ganz persönlichen Traumwelt von Außerirdischen entführt wurden. Wenn die das geträumt haben, dann haben die das mit eigenen inneren Augen gesehen. Dann ist es auch okay. Aber kannst du das, was du glaubst, beschwören? Und dann sage ich dir, das sind über 99% deiner Glaubenssätze vom Tisch. Ich sage jetzt wieder, ich wiederhole wirklich absichtlich, ganz wichtig, kannst du beschwören, dass da außen zum Beispiel Hühnerfarmen gibt, wo in einer Halle pro Quadratmeter 8 oder 10 Hühner leben müssen. Oder in Käfigen 30 auf 30 Zentimeter Hühner drinstehen, wo hinten der Fließband durchläuft und dann, wenn die die Eier machen, gleich aufs Liefland drauf fallen, dass sie nicht dreckig waren. Kannst du das beschwören? Nein. Und du wirst jetzt feststellen, hast du es mit eigenen Augen gesehen? Das ist die große Problematik. Und jetzt kommt eben die große Falle des verwirklichen Könnens des eigenen, der eigenen Druckschlüsse. Du kannst jetzt in deinem Traum, wenn du glaubst, dass das da außen auch dann ist, wenn du nicht dran denkst, können wir uns jetzt ins Auto setzen, natürlich wohlgemerkt in dem Videospiel. Und dann, wenn du ständig wechselnde Bilder, rechnest du dich, weil das ist ja auf dem Programm drauf, rechnest du dich und dann kriegst du auf deiner Verabreder diese Hühnerfarm. Was beweist es? Das beweist, dass du ein Schöpfergott bist, dass du Sachen realisieren kannst. Als realisieren heißt, dass du aus reinen feinstofflichen Gedanken sinnlich wahrgenommene Informationen machen kannst. Aber wir sind dann nur in den 4 Stufen der Vergessenheit. Das beweist nicht, dass diese Hühnerfarmen unabhängig von dir da außen existieren. Es beweist hundertprozentig sicher, dass du in der Lage bist, durch Glauben in dir Sachen zu verwirklichen. Aber ist es sinnvoll, das zu verwirklichen, in dem Moment, wo du dann darunter leidest, im Angesicht des Leids dieser Gedanken, die du Hühner nennst? Gedanken von dir, denk wieder an die Kokosnuss. Der Einzige, der den Traum erlebt, ist der Geist, der träumt und das ist der Einzige, der leiden kann, der prinzipiell was empfinden und erfahren kann. Ja. Ich kann mir natürlich wieder welche ausdenken, Menschen ausdenken, die eigene Erfahrungen haben. Dass wenn ich jetzt einen anderen mit der Hand auf die Hand draufhaue, anderen Hand draufhaue, dass der aufschreit und Schmerzen hat, dass der Blut rausschwitzt. Aber warum ist das, warum sehe ich das dann real? Weil dein Programm, dein Glaube das macht. Das macht alles dein Glaube. Dann ist es so wichtig, wenn du sagst, ich glaube, A, U, B, die Beschwörungskunst. Das, was du beschwörst, kannst du verwirklichen, aber nur als Illusion. Für mich aus gesehen ist es ein Meinheit. Da hängst du dann im wahrsten Sinne des Wortes wirklich in einem Hamsterlaufrad. Das haben wir in 1000 Variationen durchgespielt. Das macht keinen Sinn. Naja. Es macht keinen Sinn, grausame Grieche sich auszudenken. Die kannst du dann auch sinnlich wahrgenommen wieder am eigenen Leib erleben.
dann kannst du wieder richtig schön leiden, wieder panische Angst haben. Ich sage jetzt nicht, dass du dir keine Grieche ausdenken sollst, aber immer mit einem gewissen Abstand. Wir können uns Kriegsfilme anschauen, die können sehr lehrreich und sehr unterhaltsam sein, da muss aber keiner leiden, ja, weil das Pixelmännchen sind. Ja. Die Schwierigkeit ist, wenn du es zu realisieren anfängst. Ja. Es geht immer um die Realisierung, weil dann bist du im höchsten Zustand der Vergessenheit. Immer unsere vier Stufen der Vergessenheit, die müssen hundertprozentig verstanden sein. Und der Beginn dieser Erkenntnis ist, es sind genauso meine Informationen, wie wenn ich was denke. Genau. Ja, das ist eine der elementarsten Erkenntnisse oder ja, das Verständnis dieser vier Stufen der Vergessenheit. Also die muss man selber durchdenken. Und das ist aber auch ein riesen Befreiungsschlag, wenn du es dann wirklich mal siehst. Oder? Na, das ist dann die göttliche Gerechtigkeit, dass wirklich keiner leiden kann, außer du selbst. Oder? Das ist richtig. Und das ist jetzt, was du merken, auch freuen, du bist auch der Einzige, der sich freuen kann, vergisst die andere Seite nicht. Ja. Das heißt, das, was du einem anderen tust, tust du dir selber im Positiven, im Negativen. Und deine Richtersprüche vollstrecke ich an dir. Du bist, wenn du voller Hass bist, gegen irgendwas demonstrierst, steht dir nur deine eigene Spiegelpartei gegenüber. Das sind nur deine Spiegelungen. Druck erzeugt Druck. Loslassen erzeugt Loslassen. Darum ist das Loslassen so wichtig. Und die Erkenntnis, was Holofeeling bedeutet, dass ich ja alle bin, dass ich alle Rollen spiele, muss ich dann irgendwann einmal in den Bereich der Märchengeschichten reingehen. Dass es ja nicht um diese Menschen geht, wie ich sage, die du dir denkst, diese Figuren, diese Protagonisten bzw. Antagonisten. Es geht um die Metapher im Hintergrund. Und dann kriegst du so einen Respekt, diese Erkenntnis der Metaphern ist tausendmal wert, das ist ja unser Buch der Weisheit. Ja. Wie Gesundheit, wie das ganze Geld der Welt, die ganze Macht der Welt ist nichts gegen Erkenntnis. Du fängst an, plötzlich in deiner Welt das Kind zu werden, wenn dir nicht wieder werdet wie die Kinder, habe ich ganz klipp und klar gesagt. Als angeblich erwachsener Mensch siehst du laufend Sachen, die du überhaupt nicht siehst. Du siehst zu über 99% des Kaisers neue Kleider. Ganz genau. Und ich betone nochmal, wieso sehen die Menschen des Kaisers neue Kleider? In dieser Märchengeschichte als Ding an sich, diese Minister sehen das, weil sie nicht wollen, dass irgendeiner erkennt, dass sie eigentlich dumm sind. Genau. Das Allerschlimmste, was ein Menschen widerfahren kann, dass ein anderer von ihnen denkt, dass er dumm oder blöd ist. Also ich habe da als Udo überhaupt kein Problem damit. Ich sage immer, ich hab erkennen dürfen, wie blöd ich eigentlich bin. Wenn ich immer zum Beispiel sage, mir wäre niemals aufgefallen, dass ich Sterne bewegen, das, was ich erst seit man mir das erzählt hat. Klare Aussage. Ja? Das ist eine ganz klare Aussage. Also ich habe das gesehen, was eigentlich ist. Ich würde jetzt auch, wenn ich jetzt als Brösel Udo mich denke und vor dem Computer sitze, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Menschen anschaue. Oder dass ich Mensch an Menschen jetzt sprechen höre, wenn der Redo was sagt. Mensch jetzt blau gelesen als Trockennasenaffe. Da habe ich jetzt bloß einen Allereinzigen, das bin ich. Sterbliche Säugetier. Ein Kommen und Gehen im Jetzt. Eine ständige Verwandlung. Und zu erkennen, dass hier eine Spiralstruktur ist, dass du, wie gesagt, aufsteigst, wie unsere 3x3 Wachstumsstufen. So wunderschöne Metaphern, das sind alles Märchengeschichten. Die Entwicklung des Geistes bis zur Pubertät, Pubertät bis zu den Wechseljahren, Wechseljahre. Ja, wiederholen, schlafen, lernen. Dann kannst du dich als Geist dir bewusst machen, ich war ja mein ganzes Leben dasselbe Ich. Dass ich immer sage, wenn du am Ende ein G-Reihe-S geworden bist, dann erkennst du, dass du das schon das ganze Leben warst während des Lesens. Das ist das große Wiedererinnern. Und dann kriege ich Fragen, tonnenweise Fragen, wo ich sage, es macht bei mir Blip, dann kriege ich ein Mail. Und Fragen, die ich in jedem Selbstgespräch tausendfach beantworte, was soll ich dann? Ich muss doch lernen, dass ich schon wieder meine, da hat mir einer einen Brief geschickt. Ja. Wisch und weg. Ja. Das ist immer Selbstgespräche. Das Wort schon, das Wort Selbstgespräch. Ich erkläre es jetzt mir selbst. Das ist unser Thema, wo ich sage, wir gehen aus dem roten Bereich raus. Du, rotes Ich, gehst in deine Traumwelt hinein als der Brösel, der du zu sein glaubst.
Du bist ein Protagonist, der Protagonist in deinem Traum. Der erste Schauspieler, die Hauptrolle und der Regisseur, weil du den Joystick in der Hand hast. Und ich inkarniere mich, JCH inkarniere mich jetzt als Brüssel Udo in deinen Traum. Wohlgemerkt, du bist der träumende Geist. Dann bin ich ein Antagonist von dir und so wie du jetzt meine Worte aufnimmst, durch die Filterung deines Egos, wie du darauf reagierst, du hast ja den Joystick in der Hand. Verwölfst du das, was ich sage und sagst, ich bin ein Arschloch oder du sagst, danke, danke, danke. Ja. Aber darum geht es gar nicht, was du sagst, ist ja aufgezwungen, macht ja deinen Schwamminhalt, sondern es geht darum, dass du weißt als rotes Ich, dass du das beobachtest, die Selbstbeobachtung. Ich sage immer wieder, beobachte dein Reaktionssystem, dein Wertesystem. Du hast es auch nicht zu verändern. Dann bleibst du nämlich wieder blindes Arschloch. Du hast es als Beobachter zu verfolgen, du das Programm selber veränderst. Ich habe das ein paar Mal erzählt, das ist unheimlich wichtig. Egal, was in dir auftaucht, egal, welchen Komplex du betrachtest, es sind Einzelteile, Puzzlestücke vom heiligen Ganzen und du zerstörst die Heiligkeit, wenn du irgendetwas, was in dir auftaucht, anders haben willst, wie in dir auftaucht. Es ist natürlich auch, die Zerstörung ist illusionär, dass ich immer wieder das Puzzlestück, wenn du jetzt zum Beispiel hier eine Nase rausschaut an dem Puzzlestück, dass du sagst, das ist verkehrt, das will ich nicht, dann bringst du das ab. Bei mir ist hier, ich als Beobachter sehe jetzt das, dass da eine Nase ist und das Gegenteil davon wäre jetzt die kleine Einbuchtung. Das heißt, erst wenn ich die Nase dran lasse, kann ich das wieder anhängen und dann verschmilzt es mit mir. Mache ich jetzt aber die Nase weg, weil ich sage, da fällt ja diese Einbuchtung oder umgedreht, dann kann ich es nochmal anlegen. Genau. Das ist das Prinzip. Einfacher kann ich es im Basic nicht ausdrücken. Darum ist es schön, du musst nichts verändern, es verändert sich von selbst. Du wirst auch vom Säugling bis zum Greis eine Veränderung durchlaufen, aber durchlaufen heißt, generiertes Licht geht auf in dir. Ja. Aber immer im Jetzt, immer im Jetzt. Sehr schön übrigens beschrieben in Ich bin du Quadrat im ersten Selbstgespräch. Da ist ganz klar, wo ich sage, wenn du jetzt einmal zurückblätterst, hast du eigentlich mitbekommen, dass sich dein Körper verändert. Du kannst, wenn du an deinen Körper denkst, erscheint dir immer gleich jetzt. Da minimal einmal die Frisur ist anders oder so. Aber du musst, wenn du einen anderen Körper dir zusprichst, sage ich, musst du dich jetzt 5 Jahre jünger oder 1 Jahr oder 2 Jahre jünger denken, was du jetzt, dann haben wir aber den bloß feinstofflich. Ja. Momentan hast du immer den Eindruck, es ist derselbe Körper, auch dass die Haare wachsen. Du meinst immer, wenn du in den Spiegel schaust, du schaust dieselbe Haare an. Deine Logik, habe ich so oft gesagt, deine Logik ist innerhalb einer gewissen Zeit, wenn du eine kurze Frisur hast, ist es bei mir, alle 4 Wochen sind die vollkommen neu. Weil ich schneide ja immer weg, auch die Fingernägel. Ja, genau. Und dasselbe passiert dann mit deiner Hand, mit dem ganzen Körper. Mhm. Es ist jedes Mal, wenn du ein Bild aufbaust, denk an die Gnede, entsteht die im Jetzt. Mhm. Und jedes nächste Bild, jeder nächste Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Wenn das verstanden ist, und da nützt mir intellektuelles Wissen überhaupt nichts. Mhm. Ja. Jetzt musst du bewusst sein, du musst dich wieder erinnern, dass du das Bewusstsein bist. Es sei ihm. Ja. Bewusstsein ist nicht existieren. Es kann nicht existieren, weil was existiert, vergänglich ist. Das ist dieser einfache Satz. Es sind diese Sätze. Ja, ne? Ich wiederhole die. Ja. Ganz schlimm, wenn einer sagt, er sagt immer dasselbe. Nein. Ich sage, ja, aber du musst wissen, was dasselbe ist. Es ist nicht das Gleiche für dich selber, wirst du meinen, dass es jedes Mal sich mehr setzt. Ja. Das, was ich jetzt Geistesfunk nenne, da lösen sich jetzt mittlerweile Programme immer mehr auf. Wo die sagen, die letzten 3 Selbstgespräche, der Wahnsinn, das ist zwar immer dasselbe, das Gleiche, okay. Und es wird immer irgendwie klarer, es wird immer irgendwie klarer, was ist da in mir drin, dass das nicht wahrhaben wird, dass ich so massiv dagegen wehre, diese simple, hundertprozentig sichere Erkenntnis zu akzeptieren. Ja. Das Ego. Ja. Das ist immer noch das Ego, das Angst hat, dass es was verlieren könnte. Aber das ist der Prozess, der Veränderung. Es hört aber nicht auf in dem Moment, wo sich dein Körper auflöst. Mhm. Kannst du übrigens sofort überprüfen, dein Körper löst sich auf, wenn du nicht an ihn denkst. Dann geht doch das Leben weiter. Ja. Ja, und du erlebst doch dann immer noch was. Du erlebst doch auch dann was, wenn du nicht an den Körper denkst. Ja. Das heißt, du merkst diese Geistlosigkeit der Naturwissenschaft, die am Anfang das Gehirn setzt, die Materie setzt, die nach so und so viele Millionen und aber Millionen von Jahren hat sich dann aus der Materie, hat sich dann Geist entwickelt. Ja.
dann auch noch die Lade. Aber nur in Gehirnen, nur in Gehirnen. Und jetzt in der Neuzeit, jetzt in den Science-Fiction-Filmen in Computerchips. Wenn wir jetzt die Quantenmechanik, wenn wir jetzt hier die Quantencomputer kriegen, dann wenn wir feststellen, dann überraschen die Computer, können wir dann noch viel mehr rechnen und denken wie wir Menschen. Das ist die Pervertierung von Geistigkeit schlechthin. Auch wenn ich immer wieder sage, wir setzen auf Wachstum. Jetzt kriegen wir den Biden wieder, den Biden, in mir ist ein Urteil. Ist auch so eine Falle, wenn ihr meint, er ist besser wieder dran. Naja. Lasst euch überraschen. Naja. Könnt jetzt nur in eure Archiven, wenn ihr zurückgeht hier, was dieser Bush, so nett er rüberkommt, naja, dieser alte Mann, naja, was der hier in Verbindung mit der Clinton, was er hier an Griechen angezettelt hat. Ihr könnt es trennen, dass der Trump ein Vollpfosten ist. Ich bleibe innerhalb der Märchengeschichte. Es sind Märchengeschichten. Habt ihr die Metaphern gelernt? Dass man sich schon fragen soll, wie kann das sein, ausgedachterweise, dass 70 Millionen Menschen den wählen, der hier nachweislich so und so viel Lügen nur einen Scheiß raushaut. Was er nicht gemacht hat, er hat in seiner Laufzeit nie einen Krieg begonnen. Mhm. Er sieht bei dem Nobelpreisträger Obama und beim Clinton und Vorgänger komplett anders aus. Komplett anders aus. Oh yeah. Da war zwar Krieg im Laufen, wo er sich aber auch fast nicht eingemischt hat und rausgehalten hat. Ja. Und begonnen hat er überhaupt keine. Ja. Es sind so viele, unsere 16 Seiten sind so massiv, aber du musst wissen, es ist ein Märchen, das ich träume. Ein Märchen, um was geht es darum eigentlich? Zuerst einmal, dass du begreifst, wer denkt sich das aus? Was ist die Ursache, dass ich das jetzt erlebe? Der, der es erlebt, ist das rote Ich. Das ist etwas Nichtdenkbares, Nichtexistierendes. Geist. Was ist die Ursache, dass ich das erlebe? Mein Schwamminhalt, mein Glaube. Das ist unsere Computermetapher. Es ist, weil ich es denke. Es wird immer alles genau so für dich in Erscheinung treten. Hier und jetzt in deinem roten Kopf, in deinem Kopfkino. Wie du dir das ausdrückst und selbst aufgrund einer Logik glauben magst, wo du sagst, es ist meine Meinung, meine Logik. Und das ist die allergrößte Selbstlüge, die es überhaupt gibt. Das ist die Logik deines Schwamminhalts, deiner Lehrer und deiner Erzieher, die du nachäffst, so wie die jetzt bewusst ausgedacht ihren Lehrern und Erziehern nachäffen. Das sind die Sätze, die ich tausendmal wiederhole. Verstehst du sie? Das trennt die Spreu vom Weizen. So, und jetzt hören wir uns das zusammen. Jetzt gehst du als Mensch und nimmst einen anderen Menschen, einen geliebten Menschen, dann hörst du dir das mit deinem Partner oder was an, der es nicht wahrhaben will, und dann schau, wie er reagiert. Mit welcher Argumentation er dir dann erklärt, was das für eine Scheiße ist, was jetzt, er sagt nicht, was das Pixelmännchen oder der Lautsprecher behauptet, was er eh bloß ausgedachte, geistlose Sachen sind, was der von ihm ausgedachte Udo Petscher alles behauptet. Genau. Und er merkt gar nicht, dass der jetzt gar nicht da ist, dass er den gar nicht sprechen hört, weil er weiß ja hundertprozentig sicher, dass er jetzt den Udo Petscher anschaut, jetzt in dem Moment, und den Redo und die Diana. Ich sage ja, das sind vergängliche Erscheinungen. Wer schaut? Du schaust doch selber. Du denkst dir es doch aus. Wie unendlich entgöttlicht, sagt Udo immer, der Lautsprecher jetzt, wie unendlich entgeistigt, entgöttlicht hast du dich, wenn du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Das ist auch, jeder Satz ist ein Hammerschlag auf dein eigenes Ego. Noch geistloser kann mir ja gar nicht sein, dass ich jetzt irgendwas denke und ich meine, ich habe mit diesen Gedanken, den ich in dem Moment erschaffe, nichts zu tun. Wo sind die großen Philosophen deiner Welt, die das erkennen? Die quatschen doch, geh doch ins Internet, hol dir jetzt einmal bewusst ausgedacht irgendwelche Theologieprofessoren, die schwatzen doch dieselbe geistlose, materiellen, zeitchronologischen Erscheinungen, die man sehr einprogrammiert hat, geben die wieder. Und darum ist immer in einer der letzten Selbstgespräche immer jetzt gedacht, sag ich, wie sieht es aus, wenn du Arzt bist? Wenn du so ein Professor bist, egal was für ein Fachgebiet du dich zuordnest. Dann schau, was dein Ego macht, wenn du das jetzt hörst. Weil es entlarvt dein Ego als den einzigen wirklich großen Lügner in dir. Und diese ganzen Lügen verwirklichst du, Geist, weil du dir nie Gedanken gemacht hast, ob das besonders geistreich ist, was der große Souffleur deines Egos, dein Schwamminhalt, dein Programm dir suggeriert. Dieses hundertprozentige Gefühl, zu den Guten zu gehören. Dass das, was ich denke, ja vollkommen logisch ist und das, was der Udo jetzt behauptet, ist unlogisch. Ich sage, nein, das, was jetzt dieser ausgedachte Udo, dieser Lautsprecher behauptet, ist das, was jetzt ist. Siehst du jetzt Menschen vor dir oder einen Computermonitor mit flackernden Lämpchen?
ist der Urgeil, wenn du ihn jetzt denkst, ist der nicht jetzt nur ein Gedanke, den du jetzt denkst, der ist hier de facto hier und jetzt deine Information und du redest dir ein, der war vor 13 Milliarden Jahren, bevor du ihn gedacht hast. Mhm. Wer spricht die Wahrheit? Und wenn du an den Brösel denkst, der jetzt entsteht, wenn du ihn wieder denkst, deinen Körper denkst, sagst du, ich wurde in der Vergangenheit geboren. Zeig mir das einmal, wie eine Frau hier diesen Koloss rausquetscht zwischen die Beine. Das, was du dir jetzt in die Ver- ja, das war ich doch. Alles Blödsinn. Geistlosigkeit. Unendliche Geistlosigkeit. In Jesus beten sie an und spucken alle meine Weisheit ins Gesicht. Nichts ist unchristlicher wie Christen. Und er holt uns dann heim. Ich halte meine Versprechen, aber ich hole nicht die Trockennasen auf dem Heim. Ich entkleide dich zuerst einmal. Ja. Denk an das Kleid ist kein Leid. Zuerst einmal müssen wir dich entleidigen, entkleiden. Apokalypse. Die Hülle wegmachen, die Enthüllung. Das ist die Apokalypse. Die Hülle wieder entfernen. Das, was dich einhüllt, ist innen und außen. Das ist immer wieder das Spiel mit innen und außen. Diese ersten zwei Seiten. Ob ich mir jetzt ein Materiestückchen und egal, was man uns denkt, ein Kügelchen denken, ein kleines, als dreidimensionales Objekt vorgestellt, muss das eingebettet sein in etwas, was eben keine Materie mehr ist, das wir den leeren Raum nennen. Mhm. Wenn wir uns jetzt aber einen leeren Raum denken in der Mitte, als irgendein Volumen, tausendfach erzählt mit dem Licht. Dann haben wir die Höhle runter. Da müssen wir uns außenrum die Materie denken. Das ist immer diese Spiel der Spiegelung, die wir in sich selber haben. Genau. Der absolute Punkt. Das ist immer die Reihe, die Spiegelwahrnehmung. Immer Reihe, der Kopf des Schöpfergottes und kann ich auch die Quintessenz setzen. Ja. Ist das erste Licht. Das eigentlich schon wieder jetzt ausgedacht ist. Und die ganzen Lichter, die wir jetzt in einen Impuls, in eine Richtung uns denken, sind, wenn du dich aus dem System heraus begibst, sind in dem ersten Licht, eins durch. Das sind so tiefe Metaphern. Habe ich ein schönes Experiment mit den Jahren jetzt gemacht, mit dem Spiegel. Ich habe das schon mal angesprochen, das erkläre ich jetzt nicht nochmal, weil ich gesagt habe, bin jetzt gespannt, ob du das siehst, ganz einfach mit dem Spiegel, wenn du mit dem klassischen Spiegeltunnel, mit den Lämpchen, weil das ist ein ganz verblüffendes Phänomen, das haut dich voll weg. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, ich will bloß so viel sagen, weil ich zum Jan gesagt habe, du hast ja, wenn du einen Spiegel nimmst, das habe ich da mit ihm gemacht, der hat einen Handspiegel genommen, hat sich vor einen Wandspiegel hingestellt und dann sage ich ja, du siehst ja jetzt Spiegel, 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 diese Spiegelreihe. Du siehst praktisch eine Reihe von dir gespiegelt, mit dem Spiegel in der Hand, wenn du über die Kante schaust, siehst immer ein Spiegel, 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 Spiegel. Und da habe ich ein kleines D-Licht genommen, habe ich gesagt, pass auf, und jetzt halte ich einmal zwischen dir, denke einmal an dich, und der dir gegenübersteht, halte ich einmal ein kleines Lämpchen rein. Und dann halte ich das Lämpchen rein, und jetzt hast du, wenn du genau hinschaust, hast du praktisch dich, Lämpchen, Spiegel, Lämpchen, Spiegel, Lämpchen, Spiegel, Lämpchen, Spiegel, Lämpchen, Spiegel. Und dann ziehst du immer nur ein Lämpchen zwischen die Spiegel. Zwischen der Spiegelreihe immer, es wechselt sich Spiegel, Lämpchen, Spiegel, Lämpchen, Spiegel, Lämpchen, Spiegel. Und wenn du das nicht weißt, wenn wir das jetzt machen, dass du das mit dann ausprobierst, sehen die nur ein allereinziges Licht zu hören. Jetzt mache ich einen kleinen Trick und plötzlich sind zwei D-Lichter zwischen den Spiegeln. Du siehst einen Spiegel, zwei Lichter und der Trick besteht darin, jetzt muss ich es doch kurz erzählen, ich mache das nochmal, wenn du einen Spiegel in die Hand nimmst, ich mache das jetzt einmal so. Ja. Und ich sage, das bist jetzt du. Ja. Das bist du als Mensch und du hältst den Spiegel. So rum müssen wir es machen. Du hältst den Spiegel, das ist dein Kopf und du schaust mit den Augen über die Spiegelkante, okay? Und wenn du jetzt schaust und ich sage, schau mal jetzt dein Spiegelbild an, dann siehst du praktisch dich gegenüberstehen, auch dich mit dem Spiegel, wo du über die Kante schaust und der hier so. Ja, ja. Logisch. Und dann siehst du natürlich, wenn du jetzt da schaust, du bist der, der schaut, du siehst dann dich gespiegelt und dann geht es natürlich nochmal Spiegel, du, Spiegel, du, Spiegel, du, Spiegel. Kann sich jeder vorstellen. Was du in dem Moment, wenn du das zu einem Menschen sagst, wird in keinster Weise an den Spiegel gedacht. Ja. Weil du schaust dir dein Spiegelbild an. Der Spiegel existiert nicht. Ja. Dann siehst du dann nur Spiegel, dich, Spiegel, dich, Spiegel, dich, Spiegel, Spiegel, Spiegel. Ja. Und jetzt
ich stehe daneben und jetzt nehme ich ein D-Licht und ich sage, ich halte jetzt mal zwischen den zwei Spiegeln ein D-Licht rein. Mhm. Und jetzt ist natürlich der Witz, dass ich das D-Licht nicht zwischen diesen zwei Spiegeln halte, weil der Spiegel ist ja in dem Spiegel. Ja. Sondern wir haben ja den Mittelspiegel, ich halte das D-Licht dann, wenn er nur so schaut, von der Seite halte ich das D-Licht zwischen den eigentlichen Spiegel hier dazwischen rein. Genau. Dann sieht er Spiegel und sieht den Spiegel an der Stelle. Ja. Und die sind ja jetzt alle, die jetzt kommen, hast du wirklich nur in der Reihe immer Spiegel, D-Licht, Spiegel, D-Licht, Spiegel, D-Licht, Spiegel, D-Licht. Das bestätigt dann jeder. Du siehst zwischen den Spiegeln ein D-Licht, das ja genau genommen hier in der Hälfte steht. Ja. Und okay, und so, und jetzt pass mal auf, und jetzt mache ich zwei D-Lichter zwischen die Spiegel und dann tue ich dieses D-Licht in der Mitte, ja, bewege ich an den Spiegel und wenn ich hier hinkomme, ja, wird ihm plötzlich dieser Spiegel bewusst, weil du, sobald ich den an den Spiegel hinhalte, hier in dem Spiegel zwei D-Lichter sind. Ja. Der ist ja normal nicht da, aber durch das Hinfahren ziehst du plötzlich in dem Spiegel, ja, dann die zwei, hat er diese Reihe, die zwei, ja. Und ab dem Moment bist du nicht mehr in der Lage, du hast jetzt plötzlich zwei D-Lichter, ja, Spiegel, zwei D-Lichter Spiegel, hast, ja, du die zwei D-Lichter zwischen den Spiegeln. Okay. Ja. Das ist durch einen kleinen Impuls, hast du komplett andere Bilder vor dir. Ja. Die ja vorher angeblich auch schon da waren. Und ich sage, nee. Das, was du siehst, ist das, wo du dich hinfokussierst, was du denkst. Ja. Der Wahn zu glauben, wenn du mit dem Auto fährst, dass die ganze Zeit die Windschutzscheibe da ist. Ja. Das ist Materialismus. Dass der Dacho da ist. Dass du meinst, wenn du einen Roman liest, dass die ganze Zeit einer da sitzt, der ein Buch in der Hand hält und umblättert. Das ist der Materialismus, der sagt, du bist dieser Körper und dein Denken ist ja nur, weil dieser Körper und das Gehirn da ist. Was hundertprozentig sicher gar nicht überprüfbar ist. Diese ganzen hundertprozentig sicheren Fakten, dass der Jesus gekreuzigt wurde, und so weiter und so weiter. Es hängt von deinem Glauben ab. Absolut. Was hundertprozentig sicher ist, dass für dich immer nur das existiert, was jetzt als Information vorliegt. Und es verändert sich von Augenblick, von Beckenblick zu Beckenblick, ein Riesengeflackere von in der Esse. Sobald dich was nicht mehr interessiert und du nicht dran denkst, löst es sich auf. Das gilt für deine ganze Welt, es gilt für deinen Körper. Es ist ein Nichts, was du in einem ständigen Geflacker erlebst. Und dann denkst du dich wieder in einen Chat rein, deiner Weltvorstellung, meine Familie, meine Wohnung, die Welt da außen, die bösen Menschen, das Corona, ich könnte in der Zukunft sterben. SD-Erben, raumzeitliche Erscheinungen, raumzeitliche Spiegelungen sind immer erweckte polare Existenzen. Und die sind immer jetzt. Also wie definierst du Sterben? Auflösen? Wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick, ja, in einen anderen Körper wiedergeboren, weil dein Körper ist ab jetzt deine Information. Nicht nur diese gedachte Information, mein Körper, wenn du jetzt wieder an den Brüsselkörper denkst, sondern jegliche Art von Information sind Körperteile von dir selber, Körperglieder. Das ist der Sprung in eine höhere Bewusstseinsebene. Weil du bist nicht eingehüllt von deinem Schädel und sitzt in dem Gehirn, sondern du bist eingehüllt von deiner Traumwelt, die sich ständig verändert, wo du immer auch wieder nur einen Punkt anfokussierst. Wo ich sage, dir fehlen halt die 16 Seiten. Du hast momentan nur eine und du musst wissen, es sind diese 16 Seiten gleichzeitig da. Und es reicht, wenn das fest installiert ist. Dann kann ich durchaus ganz bewusst immer eine Seite anschauen. Aber dann werde ich merken, alles, was ich gut definiere, ist auch schlecht. Alles, was vor mir ist, ist in gewissem Maß, braucht ein hinter mir, ein über mir, braucht ein unter mir. Und ich bin die Mitte. Ich bin nicht unten, wenn ich die Wolken anschaue. Das kann ich ganz leicht beweisen. In dem Moment, wo ich nach unten schaue, dann bin ich auch nicht oben. Ja. Unten und oben gleichzeitig ist die Mitte. Ich setze mich dann bloß nach unten, wenn ich die Wolken anschaue und weiß dann, habe vergessen, dass unter mir dann nochmal was ist. Wenn ich den Boden anschaue. Und sobald ich den Boden anschaue, denke ich nicht an den Himmel über mir. Oder die Decke, die geöffnete Ecke über mir. Das System kauen mir jetzt bewusst, chronologisch gedacht, seit über 20 Jahren durch. Und da kann man immer wieder sagen, ja, wenn ich es doch verstanden habe, wo ist dann das Problem?
Wo das Problem ist, ja, hier und jetzt in deinem Kopf. Das Vorgelegte ist hier und jetzt in deinem Kopf. Problem ist das Vorgelegte. Jeder Moment ist ein Problem. Ist das schlimm? Ist das Problem was Negatives? Das ist übrigens ganz interessant, weil das ist ja die Deduktion und die Induktion. Muss ich jetzt nochmal den Bildschirm einschalten? Wir hatten doch gerade die Deduktion und die Induktion. Das führt uns doch dann zwangsläufig zur Produktion. Ja, ja. Produktion von Gedanken. Was ist eigentlich eine Produktion? Zeigen. Machen wir mal ein Produkt. Indukt, Deduk, Produkt. Ein materielles Ergebnis menschlicher Arbeit. Die menschliche Arbeit nimmt den Mensch rot, okay? Das menschliche Licht, das rote Licht, arbeitet. Inwieweit arbeitet eigentlich die Lampe in einem Projektor? Okay. Eigentlich gar nicht, weil wir brauchen ja dann unser Display dazu, aber dann kriegen wir ein materielles Ergebnis auf der Farbbrille, was ja nur immer wieder Sachen sind. Das Ergebnis einer Multiplikation, das heißt eines ständigen Malnehmens, Mal von Gott, ein ständiges Malnehmen. Aber viel interessanter ist jetzt hier dieses Pro. Eine Verwunderung der Klage. Okay. Aber jetzt pass auf, was da jetzt ist, schau mal. Pro Sancta Jupiter. O heiliger Jupiter. Das wollen wir doch jetzt langsam loswerden. Jetzt pass auf, das Pro heißt eigentlich, das ist ja Pro 1, okay? Was hier viel interessant ist, ist das Pro 2, weil wir ja immer eine Polarität haben. Das heißt, wir können das Griechische auch anschauen, schau her, aber schauen wir uns das mal an. Über. Etwas hinaus. Das etwas rot geschrieben, bist du Geist und in dem Moment, wo du, der du im Meer bist, den wir uns jetzt als einen Punkt vorstellen, unterhalb der Nulllinie. Genau genommen ist es der Mittelpunkt, aber wir müssen das machen, müssen wir über etwas, über uns selbst hinaus, so, dass man sich außerhalb AUS, außen ist AUB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, erweckt, dass nichts in Form einer Polarität, oder wir machen hier unser Leb. Ja. Unser Leb eines Gegenstandes ihm gegenüber. Vor ihm befindet, vor ihm im Angesichte. Beroshit. Das vor dir ist im Angesichte, im Panim Benim, im Inneren. Genau. Auf die Frage von wo da kann man jetzt UB erweckt machen oder die aufgespannten Facetten, die erweckt werden, auf die Frage, wohin, vor uns hin hinaus. Wir denken uns das einmal vor ihn, vor an, vor auf. Wobei man den Begriff des Hervortretens zu denken, immer dran denken, geöffnete Existenz ist ein Fundament, F unter Mendior. Sodass der Sprechende oder Handelnde den Gegenstand, auf dem er sich befindet, im Rücken hat. Das, was du dir ausdenkst, kommt aus deinen Hindern, Haarhindern, aus dem Inneren. Und zwar passiert es auf einer Tribüne, meine Reihe, in einer einzigen Versammlung, das ist unser Spiegeltunnel. Die ganzen Lämpchen, die du vor dich hinstellst, in dem einseitigen Spiegeltunnel oder um dich herum in den Tetraederspiegel, sind in dem mittlersten Lämpchen, das sind nur Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen. Ist das ein Hammer oder ist das ein Hammer? Nein. Pro Tribunali. Bun ist Ben und das ist mein Nichts. Okay? Übertragen zu ist immer zu Form werden, Geburt an aufgespannten Berechnungen sind die Bezeichnungen. Dann sind es Vorteile, Vorstellungen, die du teilst. Ja. Zum Lohne, nach Beschaffenheit.
Morale, Logik von Affen, das sind Affinitäten, sind wie buchstabiert in einem Verhältnis zu Vermögen, Vieh in Folge, auch im Vergleich. Die Leichen. Jede Leiche vergleicht sich mit anderen Leichen. Das sind Gehirnleichen. Ja. Stimmt oder stimmt? Schau mal her, da gebraucht, wo der Wert zweier Dinge gegeneinander gehalten wird. Immer dran denken, Dinge sind Gesetze. Mhm. Bei jeder Demonstration hast du es. Die einen vertreten das eine Gesetz und die anderen das andere Gesetz. Mhm. Das Vermögen nach Beschaffenheit dessen. Es wird die Welt immer so sein, wie du auf dir das ausdenkst, und zwar wie buchstabiert. Und wenn du das einseitig auslegst, hast du ein Problem. Mhm. Der Vorbau, der erste Sprecher, ist der träumende Geist, bist du. Vor den Dingen der Urempfang, der Urheber, die Vor, du merkst jetzt schon das Pro. Produko. Vorwärts, hinaufziehen, vorführen. Vorführen, ziehen, vorwärts führen, hervorführen, vorführen, öffentlich. Schau mal, Augenblick besteht immer aus zwei, der Kreisen aus zwei Facetten. Das Auftreten lassen. Die Bühne betreten. Das sind die Produkte. Ist nicht derjenige, schaffe jetzt einmal ein Produkt von dir. Denke mal an den Körper, der jetzt vor dem Computer sitzt. Mhm. Jetzt betrittst du die Bühne deines Traums. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja. Etwas auf die Bühne bringen, das etwas bist das einmal du selbst als Figur, aber die natürlich nur mehr im Traum existiert, wenn du an den Körper denkst. Jetzt kommen wir natürlich in die Jetztzeit, wir setzen auf Wachstum. Mhm. Locken. Ganz interessant, Ocken sind übrigens Ecken. Ja. Lichtecken. Die Facettenorte sind Lichtecken. Mhm. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Das Ganze, schau mal, die Reihe, geöffneter Spiegel, in die Länge ziehen, dehnen, ausdehnen. Mhm. Alles, was du dir ausdenkst, in Raum und Zeit um dich herum, ziehst du in die Länge, räumlich wie zeitlich. Ja. Ist aber immer hier und jetzt. Ja. Das ewige Hier und Jetzt. Erschaffen, hervortreiben, großziehen, du siehst das, das sind die Produkte. Die Produkte sind deine Gedanken. Ganz genau. Produktio, das Hervorführen, das Ausrücken lassen, die Ausdehnung, das Hinausschieben. Mhm. Die Geschenke sind eben. Mhm. Der langgezogene Ton, darum reden wir mit Konsonanten, ein langgezogener Ton sind Verben. Ja. Das nennt man auch Zeitwörter. Ja. Sind Punkte, sind Zeitpunkte. Ja. Das ist dann der Donus. Ja. Zur Verlängerung hinziehen. Ausgedehnt, ausgestreckt. Jetzt kommen wir schon langsam da. Produkt, du siehst du das? Das sind Ecken, einfach nur Blickwinkel. Ja. Und so weiter und so weiter. Ja. Nomen ist Omen. Vordersprache. Ja. Stimmt jetzt irgendwas nicht? Das Problem ist einseitig ausgedrückt. Macht schon Spaß, so ein kleines Wort wie Produkt. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel etwas produzieren, immer dran denken, das DU hast du entweder geschlossen verbunden oder geöffnet aufgespannt. Speziell zwei in Zusammensetzung. Okay. Ich muss jetzt fast nochmal, das Schöne ist, dass wir ja irgendwann einmal den absoluten Mittelpunkt suchen und wir wissen jetzt, wir Althebräer wissen ja, dass das unser Einzug ist. Ja. Wo immer noch die Juden sagen, Sof, das ist dieses SUB, Bewusstsein ist verbundenes Wissen. Wir schauen uns das einmal an. Bewusstsein ist verbunden, vereinigte Weisheit, Entschuldigung. Ja. Oder dann Raumzeit ist aufgespanntes Wissen. Und das ist dieses ein Sof, wie die das nennen, heißt eigentlich Sub. Das ist das Ende. Das Ende ist auch ein Schluss. Jetzt ist ja Schluss, schreibt man jetzt das B mit 2SS. Und wir wissen ja, dass man da aus den 2SS kann man ja scharfes S machen. Ja. Weißt du, was das gibt, wenn wir das hebraisieren? Schön, was Name. Ist das absolute Ende? Schön, L-U-S-S Sinn. Was ist das absolute Ende? Weißt du es, Redo? Ist das die Wurzel?
Nein, das ist Shamash. Das ist die, oder die drei. Schufa. Shelush. Verdreifachung die drei. Ja, das ist unser geschlossener Spiegel. Ja. Das ist die absolute Wurzel, ist unser D3. Schau. Das sind die drei in der Mitte. Und da haben wir hüben was aufgespannt und drüben was aufgespannt. Ja, klar. Muss ja so sein. Wenn es anders wäre, wäre es verkehrt. Warum ist es die vier Spiegel im Tetraederspiegel? Das ist der Schluss. Das ist das Bewusstsein von UB, es ist das Zentrum, weil die vier Spiegel, rot gelesen, ja geschlossen sind in einem einzigen Punkt. Ja.